Ja, moin Leute. Ich nehme euch mal wieder mit. Und es ist Freitag. Ich habe mal wieder frei. Einen Tag vorher, aber auch ich muss auch wieder einen Tag früher zur Arbeit. Und ja, habe heute ein bisschen was am Bike gemacht. Dazu komme ich gleich. Erstmal so, wo sind wir hier? Kurz vor meiner Haustür. In ja, Hof Neubandrum ist hier hinten und wir haben 16 Grad. Ja, Zeit der Unterhosen ist glaube ich vorbei. Ich habe zwar eine an, aber mir ist jetzt schon warm. Also richtig schön zum Fahren. Ich brauche unbedingt Fahrtwind. Ich werde auch gleich mal hier die Lüftungsschlitze öffnen, damit ich ein bisschen kühl bin, weil ich habe natürlich noch so eine Fleece-Pullover drunter und ja, da fängt man schnell an zu schwitzen. Ja, der Plan heute, bisschen scouten, bisschen so querfeldein Enduro fahren und ich suche mir heute ein schön großes Motterloch und dann werde ich da durchfahren. Nämlich die neuen Stiefel testen. Ich habe mir die Alpine Stars Toucan gekauft, weil ich was wirklich Wasserfestes wollte. Und das, was ich gelesen habe, war alles sehr gut. Die sollen wohl ja, komplett wasserdicht sein. Also ich habe da jetzt keine Testberichte oder so gelesen, wo eben Leute denn doch darüber geklagt haben, was man bei anderen wasserdichten Schuhen ja doch trotzdem häufig liest, dass sie nicht immer wasserdicht sind, aber er fühlt sich echt gut an, sitzt sehr gut, es lässt sich gehen, er ist noch ein bisschen steif, ich denke mal, das gibt sich noch. Quietscht ein bisschen, aber das machen wohl andere auch. Von daher bin ich da erstmal sehr zufrieden mit. Schalten geht besser als erwartet. Viele klagen ja mit Enduro-Stiefeln darüber, dass es sich einfach nicht gut schaltet dann und der Ganghebel eventuell verlegt werden müsste. Oder manche sogar auch wieder auf normale, weiche Tourenstiefel umsteigen. Wobei der Toucan ist ein Enduro-Stiefel oder ein Tourenstiefel mit ja, Enduro-Eigenschaften. Ich würde das nicht sagen, dass es jetzt ein Cross-Stiefel ist. Dafür ist er dann doch noch zu weich. Aber er sitzt wirklich gut. Und ich habe als Schuhgröße 44. Und hier habe ich 44,5 gekauft. Das ist ja so eine Zwischengröße. Und bei mir passt er halt wirklich perfekt. Habe jetzt dicke Socken an, jetzt ist wirklich super. Er rutscht nicht, ich habe Luft, ich fühle mich auch überhaupt nicht eingeengt. Also bin sehr zufrieden. Nachher im Sommer mag es sein, wenn ich dann dünne Socken anhabe, dass es da etwas mehr Luft drin ist. Aber dann kann man immer noch eine dicke Sohle einlegen. Aber ich glaube, ich habe damit nichts verkehrt gemacht. Und der soll mich noch die nächsten Jahre begleiten. Was habe ich heute gemacht am Bike? Ich kann es euch mal einblenden. Ich habe heute ein bisschen foliert, ein paar Aufkleber, Sticker angebracht. Und ja, vorne die kleinen Windschilder links und rechts habe ich foliert. Das habe ich schon vor ein paar Tagen gemacht. Und die Scheibe zur Hälfte mit einem Bogen. Das sieht ganz gut aus. Ist auch nicht das erste Mal, dass ich sowas mache. Also ich habe schon einige Erfahrungen im Folieren. Und ich hatte mir irgendwann mal eine ganze Rolle gekauft. Und die kommt jetzt so nach und nach zum Einsatz. Auch an Autos habe ich schon foliert, Streifen. Also ich habe mich eigentlich schon überall versucht. Aber ich habe so eine etwas ältere Folie, die hat, die ist ja schon, ja, das dürfte schon sehr alt sein.
Manche würden jetzt sagen, ne, die kann man nicht mehr verwenden, aber die klebt immer noch einwandfrei, ist halt super kahl. Nur hat halt noch keine Luftlöcher. Dadurch muss man das schon gut verkleben, damit man da keine Blasen hat. Klar kann man die Blasen nachher noch rausdrücken, raus zum Rand rausmassieren, aber sie ist nicht so super einfach zu verkleben wie die neuen Folien. Dann habe ich mir T7 Sticker auf die Seite, habe die originalen Sticker abgemacht, das grün gefiel mir dann doch nicht und habe dort jetzt mir selber ein T7 mit Logo und Folienschnitt, ja, zurecht geschnitten, kann man sagen, kann ich euch auch noch mal zeigen. Und ja, dadurch, dass ich da schon einiges an Erfahrung hatte, war das auch kein Problem. Mit der richtigen Schablone und der Vorlage kann das auch eigentlich jeder. Ja, schon wieder etwas windig heute. Ja, hier sind wir im Rosenhagen. Da vorne geht's links rein. Maximale Durchfahrtshöhe 3,90 Meter. Ja, auch im Stehen sind die Schuhe oder die Stiefel gut. Schön harte Sohle. Thank you.
Das ist schon wichtig im Gelände und eben, dass sie auch gut Grip haben. Ich fahre ohne Fußrastengummis und kleben ganz gut. Bremsen, Schalten, gar kein Problem. Und dann kommt mir auch noch einer entgegen. Auch wieder einer, der Holz hinten drauf hat. Dann schauen wir mal, wo ich heute die schönen großen Wasserlöcher finde. Ich habe da schon eine Vermutung. Aber da hinten am Wald, da sind meist schöne große Löcher. Gestern hat es ja ein bisschen geregnet. Ah, hier ist nicht viel. Alles ausgetrocknet. Das ist eigentlich sonst alles schön matschig.
Achtung Lebensgefahr, über Kampfmittel. Wir werden uns ja nicht außerhalb des Weges aufhalten. Aber das Schild war neu, das kannte ich noch nicht. Vielleicht kürzlich Munition gefunden hier. Ja, so eine Schilder müssten die eigentlich überall stehen, also fast jeder Wald. Da liegen überall Kampfmittel. Hier links ist eine sehr hübsche kleine Hütte. Ideal, wenn man Motorrad fährt in der Gruppe. Und man kann da auch wirklich gut schlafen. Die Motorräder stehen trocken, man kann sie reinfahren. Und hier sind noch ein paar Sturmschäden. Noch nicht alles weggeräumt. Und hier ist das Denkmal. So, wir sind ein paar Dörfer weiter, um genau zu sein in Rosenow. Und wir fahren jetzt hier von Rosenow nach Käselow. Ich zeichne hier jetzt das Rote. Das werde ich jetzt alles verbinden miteinander. So dass man dann da einen großen Track draus hat. Ich glaube, mit großen Wasserlöchern wird das heute nichts. We'll be right back.
Oha. Oha. Das war sehr matschig. Gut. So schnell kann's gehen. Woran lag's? Vorderrad weggerutscht. Dann wollen wir die doch mal wieder aufheben. So. Ach ja. Ja. Was machen, damit sie nicht weg? Ich würde sagen, habe ich doch noch ein kleines Motterloch gefunden, aber der Reifen ist natürlich zu jetzt. Wenn schon kein Wasserloch in Sicht ist, dann wenigstens ein Motterloch. Thank you.
und wir kommen dann hier gleich in Gardebusch raus. Und von da aus wollte ich mich dann in eine Richtung scouten, die ich noch nicht so kenne. We'll be right back.
ja, heute ohne viel Quatschen, einfach nur fahren. Ihr wisst ja, Grasstrecken ist nicht so meins. Das hatten wir ja gerade. Das bedarf dann auch immer etwas mehr Konzentration. Weil es schon rutschig ist. Ja, es hat alles feucht. Und was ist hier passiert? Das geht weiter. So, rechts bin ich noch nie lang gefahren. Fahren wir heute mal rechts lang. Mal gucken. Links kenne ich schon, aber das sieht nach einer Sackgasse aus. Hier wird es irgendwann nicht weitergehen. Ihr könnt das nicht so sehen, aber das ist alles sehr matschig hier. Aufpassen. Das ist nur ein Landwirtschaftsweg. Die Fahrzeuge hier hochkommen. Ja, man könnte dann noch weiterfahren. Aber ich denke, das geht auch nicht weit. Gut. Zeit für eine kleine Pause.